Füllkrug sichert Deutschland last minute den Gruppensieg. Es ist aber nicht alles Gold, was glänzt, und deswegen müssen wir drüber reden. Und dafür habe ich mir einen Mann hinzugeholt, der sonst für Podcasts zuständig ist, Bjarne Vogt von der Bayernwoche. Grüße dich, freue mich hier zu sein. Schön, dass du da bist. Ich bin zwar nicht Stefan Kumberger, ich bin mir aber sicher, dass wir trotzdem einiges diskutiert bekommen. Und lass mich mal das Ganze so anfangen. Wir haben jetzt ein super Spiel gegen Schottland gesehen, ein gutes gegen die Ungarn und ein schwieriges gegen die Schweiz. Was machen wir jetzt aus der Gruppenphase? Erstmal, dass man weitergekommen ist. Als Gruppenerster, absolut verdient auch als Gruppenerster weitergekommen ist, auch wenn es gestern, wie du schon eben angedeutet hast, das schwierigste Gruppenspiel war. Da kommen wir wahrscheinlich auch schon zum Punkt. Die Qualität der Gegner hat sich gesteigert. Dementsprechend wurde das Spiel auch für Deutschland ein bisschen schwieriger. Und trotzdem war es eine absolut solide Gruppenphase. Man sieht an England, auch an Belgien, wie schwierig es ist, da als Gruppenerster am Ende auch wirklich mit 7, 9 Punkten durchzukommen. Deswegen lassen Sie erstmal glücklich sein, dass die deutsche Mannschaft das gut gemacht hat. Und trotzdem bleiben ein paar Faktoren offen. Wie gesagt, es ist gestern auch ein paar strittige Szenen gewesen, über die wir gleich noch reden wollen, wo das Spiel auch hätte anders laufen können im Vorfeld. Die Mannschaft hat aber Probleme bei gewissen hohem Pressing zum Beispiel, und da muss sich noch schon was verbessern, indem du am Ende, dass du am Ende sehr, sehr weit im Turnier kommst. Es gibt noch Raum, sich zu steigern, finde ich, kann man sagen. Du hast die strittigen Szenen, hast du schon mal angesprochen, vor dem 1:0. Das Foul von Musiala, wie hast du es gesehen? Foul, kein Foul? Er trifft ihn, ich glaube, darüber ist ja, das zeigen die Bilder ganz klar. Allerdings kann der Spieler, der Schweizer Verteidiger, ganz klar den Ball vorher klären. Also das finde ich schon mal immer ein wichtiger Fakt. Er steht auch schon längst wieder auf den Beinen, wo dann der Schuss von Andrich kommt. Also es ist nicht irgendwie, dass er da noch rumliegen würde, deswegen Sommer zum Beispiel behindern würde. Es ist auch bis auf Akanji, glaube ich, und Chaka kaum ein Schweizer, der sich wirklich aktiv beschwert. Also es sind so diese weichen Faktoren, wo ich sage, oh, ob man das jetzt per VAR zurückpfeifen muss. Wenn er aber natürlich die Bilder sieht, wie gesagt, er trifft ihn im Knöchel. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Ja, ich glaube, mit dem VAR kann man das so argumentieren, dass das ein Foul ist? Ich glaube, ohne VAR wäre das Ding einfach durchgelaufen. Na, er pfeift ja auch nicht ab. Also ja, so ehrlich, ja, muss man ja auch sein. Ja. Also wie gesagt, das ändert am Ende nichts daran, dass Jan Sommer einen Fehler macht bei dem Tor. Und den macht er nicht, weil vorher irgendwie 10 Sekunden vorher Musiala jemandem in die Hacken gegrätscht hat. Also ja, das wegen schwierig, aber in den heutigen Zeiten wahrscheinlich vertretbar. Dann haben wir noch eine weitere Szene, die Elfmeterszene mit Bayer. Wie siehst du da den Klammergriff? Die verstehe ich tatsächlich überhaupt nicht, bin ich ganz ehrlich. Also ist ja auch, da kannst du auch gerne sagen, wie du es gleich siehst. Es ist für mich ein klares Foul. Also nochmal, man kann drüber reden, Maxi Bayer nimmt den Ball vielleicht auch ein bisschen zu weit nach vorne hin, ob der da jetzt hinkommt. Aber also wenn ich dich jetzt hier so anfassen würde, das ganze Video lang so mit den beiden Armen drum, dann würde es auch komisch aussehen. Das ist für mich ein Foul in dem Strafraum, in der Position, wo Maxi Bayer dann zum Abschluss kommen kann. Dementsprechend, da hätte ich tatsächlich zumindest gesehen, wenn er bei der Musiala-Aktion rausgeht, warum nicht da auch? Ja, bin ich bei dir. Ich hätte auch den Elfer gegeben, einfach weil er ihn an der Chance hindert, an den Ball zu kommen, und ja, wir gar nicht sehen können, kommt er da zum Abschluss oder ja, nicht. Ansonsten muss man aber sagen, auch wenn es ein spätes Tor war, das war trotzdem ein verdientes Unentschieden, auch weil die Wechsel gegriffen haben. Und damit sind wir schon bei einer wichtigen Personalie. Die Schweizer haben die Deutschen sehr stark gepresst. Manuel Neuer war immer wieder gezwungen, den Ball rauszuschlagen. Und dann war Kai Havertz häufig in einem Duell mit einem Akanji, mit einem Scher, und hatte da Probleme, sich zu behaupten. Füllkrug kam dann spät rein, fand ich, hat das dann sehr gut gemacht und hat dann natürlich auch das Tor erzielt. Damit ist das eine Bewerbung für die Startelf. Wie siehst du das Ganze? Klar, wenn er am Ende dieses Last-Minute-Tor macht, ist man natürlich immer schnell dabei zu sagen, und auf den sozialen Netzwerken haben wir es ja auch schon gelesen, dass alle Füllkrug fordern. Er bringt halt einfach eine ganz andere Komponente in dieses deutsche Spiel, was halt vorher es so nicht gibt. Und du hast es eben angesprochen, du wurdest gestern hochgepresst. Es war vielleicht so das schwierigste Spiel für Toni Kroos seit seinem Comeback bei der Nationalmannschaft, ohne dass er jetzt gestern schlecht war. Aber es waren zumindest, er kam nicht so ganz ins Spiel rein, es kam nicht so ganz in den Rhythmus, konnte den Rhythmus der Nationalmannschaft nicht so steuern. Und da brauchst du halt schon so einen Stürmertypen. Havertz hatte zwar gestern auch kurioserweise mit dem Kopf 3 ganz gute Gelegenheiten, aber bringt einfach eine ganz andere Statik mit rein. Und wenn du in der Mitte so gepresst wird, wie du es eben skizziert hast, Fürth, Musiala, alle nicht so ganz ins Spiel kommen, dann musst du es halt über außen versuchen. Und wenn du dann keinen richtigen Abnehmer hast in der Mitte, wie es halt Füllkrug wäre, dann kriegst du Probleme. Und ich meine, wir reden ja gleich auch über einen möglichen Achtelfinalgegner. Der wird wahrscheinlich auch wieder tiefer stehen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass es vielleicht nicht mal ganz so verkehrt wäre, nicht immer darauf zu hoffen, dass er die späten Joker-Tore macht, sondern dass Füllkrug auch mal von Anfang an trifft. Jetzt will ich noch mal ein definitives Fazit. Füllkrug in die Startelf? Meiner Meinung nach ja. Gut, würde ich mitgehen. Dann haben wir das auch abgearbeitet. Ja, dann, du hast schon die Achtelfinalgegner angesprochen. Gruppe C, den Zweitplatzierten, der wird es werden, der steht noch nicht fest. Das klärt sich am Dienstagabend. Es ist noch alles möglich. England wird vermutlich wahrscheinlich als Gruppenerster durchgehen. Das heißt, es könnte sein, dass wir auf Dänemark zum Beispiel treffen, die im direkten Duell gegen Serbien spielen jetzt am Dienstag noch.
Die sollte man nicht rausrechnen, die Serben. Die sind immer für eine Überraschung gut. Richtig. Aber ich glaube, Dänemark ist doch der wahrscheinlichste Gegner. Wie glaubst du, könnte das Ganze auch mit Füllkrug-Bezug auf jetzt im Spiel gegen die Dänen laufen? Die sind ja doch sehr ähnlich zur Schweiz. Ich wollte sagen, also die sind definitiv, haben auch große individuelle Qualität, besonders in der Verteidigung mit Christensen, mit Vestergaard, ja auch jemand, den man früher noch aus der Bundesliga kennt, davor mit Heuber, also eine sehr körperliche Mannschaft, die ähnlich aggressiv spielen wird wie die Schweiz gegen uns, die, glaube ich, auch Würz und Musiala sehr viel decken werden. Das heißt, es macht absolut Sinn, dort vorne jemanden reinzupacken wie Füllkrug. Es wird wieder viel über Flanken gehen. Wir reden jetzt ja gerade darüber, als wäre es Dänemark schon nochmal. Aber das Gleiche ist bei Serbien und Slowenien ja auch. Auch das sind sehr kompakte Mannschaften, die nach vorne mit Šeško zum Beispiel oder mit Milinkovic-Savic bei Serbien auch große individuelle Qualität haben. Also es ist keine Mannschaft zu unterschätzen. Trotzdem ist Deutschland der Favorit im Achtelfinale, gegen wen auch immer es dort gehen wird. Selbst gegen die aktuellen Engländer glaube ich, dass du mehr Ballbesitz haben wirst, dass du der Favorit sein wirst. Und dementsprechend musst du schon versuchen, dich so ein bisschen umzustellen, was deine Spielweise angeht. Vielleicht halt mit Füllkrug. Ja, sehe ich auch so. Ein Punkt, den die Schweizer auch hatten, der es uns sehr schwer, oder uns sage ich jetzt schon, Deutschland sehr schwer gemacht hat, war die Athletik, die sie auch vorne hatten. Das Tempo von Mbolo und Ndoye, damit hatte Deutschland sehr Probleme. Da hat jetzt, mal abgesehen von England, keins der anderen Teams hat dieses Tempo vorne drin. Und damit kommen wir jetzt eigentlich schon zu dem Fakt, unser schnellster Innenverteidiger ist gesperrt, Rüdiger ist angeschlagen, Schlotterbeck hat es gut gemacht. Glaubst du, er kriegt auch die Chance im Achtelfinale? Ja, wäre, glaube ich, verdient. Also Tah ist ja auch, spielt auch den linken Part der Innenverteidigung. Schlotterbeck ist der einzige Linksfuß in der Innenverteidigung. Wir reden immer alle über Mats Hummels, der diese klasse Champions-League-Saison mit dem BVB gespielt hat. Nico Schlotterbeck war der zweite Part da drin, hat auch ein super Spiele gegen Paris, ein super Finale gegen Real gespielt. Er hat sich's verdient, wie gesagt, du hast es gesagt, er hat gestern jetzt auch keinen großen Fehler mehr gemacht, es war alles in Ordnung. Es war klar, dass irgendwann einer von Tah und Rüdiger die zweite gelbe Karte kriegt und deswegen lieber so jetzt vielleicht schon sehr früh immer noch im Turnier, als wenn es später in einem Halbfinale, Finale irgendwie geht. Deswegen Schlotterbeck, glaube ich, die Alternative. Du hast den weiteren Turnierverlauf jetzt auch schon angesprochen. Es gibt ja jetzt mit dem späten Ausgleichstor auch Grund zur Euphorie. Es könnte so ein bisschen der Moment von 2006 vom Sommermärchen werden, wo Oliver Neville dann noch das Tor gegen Polen macht. Ja. Damit kann man es, finde ich, so ein bisschen vergleichen. Gibt es denn Grund zur Euphorie oder eher Grund zur Sorge jetzt, wenn man jetzt auf den Rest des Turniers blickt? Es gibt immer noch Grund zur Euphorie, also muss man ganz ehrlich sagen, nochmal. Die letzten Turniere haben gezeigt, wie schwierig es auch sein kann, in so ein Turnier reinzukommen. Ich habe eben schon Belgien, auch England angesprochen, wie schwer man sich tun kann. Deutschland ist Gruppenerster geworden. So, das war vielleicht auch die Voraussetzung bei einer Heim-EM in dieser Gruppe, aber du hast das erstmal geschafft. Du hast, egal ob es jetzt Slowenien, ob es Serbien, Dänemark wird, einen unangenehmen Gegner vor dir im Achtelfinale, aber trotzdem einen machbaren. Glaube ich, mit dieser Euphorie, auch dieses späte Tor, das du eben angesprochen hast, auch nochmal zurückkommen zu können. Also man kann definitiv gestern was am deutschen Spiel kritisieren. Aber das Einzige, was man auch in den Testspielen davor schon nicht kritisieren kann, ist die Moral dieser Mannschaft. Die will bis zur letzten Sekunde. Und dass es dann auch mal klappt. Oliver Neville damals hat so ein bisschen was Unmögliches möglich gemacht. Warum könnte nicht der Niklas Füllkrug der Oliver Neville der heutigen Zeit sein? Ja, das wäre sehr schön. Und man muss ja auch sagen, mal abgesehen von den Spaniern, finde ich, hat auch noch kein anderes Team so zu 100% überzeugt. Ja. Deswegen glaube ich, und für Deutschland gibt es ja auch noch Raum, sich zu steigern. Im Achtelfinale ist das, gibt es die nächste Chance dafür. Glaube ich, könnte das ganz gut möglich sein, dass wir dann auch noch weit im Turnier kommen. Wie gesagt, wahrscheinlich, wir reden jetzt ja immer über dieses mögliche Viertelfinale gegen Spanien. Also erstmal dahin kommen ist so die allererste Devise, glaube ich. Was man nicht verkennen darf, die Spanier wären dann das erste Team so wirklich in diesem Turnier, was auch zum Beispiel mitspielen würde. Mhm. Ja, und das hat man in den Testspielen damals Frankreich, die Niederlande gesehen. Das ist auch nicht so, dass das der deutschen Mannschaft nicht liegen würde. Also im Gegenteil, dass du mal ein bisschen weniger Ballbesitz vielleicht auch hast, dass du ein bisschen mehr Räume für Musiala und Würz hast, dass du vielleicht auch nicht der ganz, ganz klare Favorit in so einem Spiel mal bist, sondern so ein bisschen aus der Außenseiterrolle kommen kannst. Warum sollte nicht das irgendwie nochmal eine ganz andere Dynamik entfachen, als wenn du jetzt jedes Mal ganz klar ist und wir alle irgendwie darauf hoffen und warten, dass sie da 2, 3, 4-0 gewinnen? So ein enges Spiel gegen Spanien, vielleicht so ein vorgezogenes Finale, wie es aktuell betitelt wird, glaube ich, dass das trotzdem der deutschen Mannschaft liegen könnte. Glaube ich auch. Ich finde, wir haben hier ein ganz rundes Ding eigentlich produziert. Dann schreibt uns doch gerne nochmal in die Kommentare. Erstens, wen wünscht ihr euch fürs Achtelfinale? Und zweitens, was glaubt ihr, wie weit kommt Deutschland noch im weiteren Turnier? Vielen Dank, Bjarne, dass du da warst. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das letzte Wort gebe ich an dich rüber. Ich will jetzt überhaupt gar nicht den großen Auftritt machen, aber es ist, glaube ich, wichtig, lasst uns weiter Hoffnung haben, lasst uns weiter Spaß an dieser EM haben. Die Vorrunde lief gut für die deutsche Mannschaft. Ja, es lief gestern, war schwierig, der Gegner war schwer, das muss man auch mal so sagen. Aber am Ende hast du dich trotzdem belohnt, bist als Gruppenerster weiter. Und es gibt absoluten Grund, hoffnungsvoll in so ein Achtelfinale zu gehen und damit auch die Hoffnung zu haben, dass es für Deutschland weit gehen kann. Ich glaube, damit
können wir es zumachen. Bis dahin, bleibt geschmeidig. Macht's gut.